Geht, was geht, was geht. Ich bin gerade auf dem Weg zum Ostkreuz in Berlin. Und ja, steht heute der nächste Trip an. Ich werde noch nicht verraten, wo es hingeht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade in Berlin. Ich habe noch einen Kollegen besucht, Linus. Und ja, es geht in die Sonne. Ich habe Bock, weil man sieht's. Der Himmel über mir absolut grau. Aber das wird sich schon bald ändern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später. So, angekommen. Und zwar, ich verrate immer noch nicht wo. Ich werde jetzt mal Flo suchen, aber ich kann schon mal so viel sagen. Guckt euch das Licht hier an. Ich weiß nicht, ob man das erkennt jetzt oder ob das rüberkommt, aber es ist sehr sonnig, sonnigen Abendstunden. Und ja, ich habe richtig Bock. Es wird, glaube ich, richtig geil. Ey. Anderes Feeling. Boah, herrlich. Herrlich. Und das im Februar, ne? Herrlich. Ist nicht mal kalt, bestimmt immer noch in der Sonne 15 Grad. Naja, ich werde jetzt mal gucken, wo Flo steckt und dann fahren wir zur Unterkunft. Junge. Da hinten ist das Bier. Komm. Ey, gerade angekommen, endlich mit Flo. Alter. Wunderschön, ja. Kann man echt sagen. Aber obwohl man eigentlich noch gar nicht so viel sieht, aber der erste Eindruck schmeckt. Es ist so angenehm, ne? Obwohl die Sonne komplett weg ist, es ist halt alles dunkel natürlich, weil es halt Abend ist, Big Brain, aber das ist so viel angenehmer und wärmer als in Deutschland oder auch selbst in Bozen, wo Flo jetzt herkommt. Das ist schon... Die paar Palmen, die hier rumstehen, machen sie auch noch mal ein bisschen wärmer. Ja, die paar Palmen machen sie auch wärmer und ist ein absolutes Träumchen. So Leute. Ich mach mal kurz eine kleine Roomtour für den Henry, der ist nämlich gerade andererseits beschäftigt. Scheiße, musst du löschen. So Leute, ich mach kurz eine Roomtour für euch. Henry ist leider gerade andererseits beschäftigt. Sitzt nämlich auf dem Pott. Unser Bett, nicht schlecht. Aber auch nicht das Beste. Der Typ erstmal, wir sind hier angekommen. Komplett cooler Typ, hat uns alles angeboten. Der wohnt hier in der Bude, ganz alleine. Hat hier sein Baby Girl, hat er den genannt. Oh, ist eine Süße. Dann hat er hier seinen Balkon. Ist auch krass, einfach in so einer kleinen Gasse drin. Überall diese kleinen Balkone. Dann waren wir gerade einkaufen. Wir machen jetzt erstmal schön Pasta. Und gehen dann in eine schöne Bar, die hat er uns empfohlen. Henry, wie hieß die? Mr. Robinson. Da lässt sich doch leben. Was geht? So, wir sind unterwegs. Erster Tag in Barcelona. Wir waren gestern schon. Was waren wir gestern? Unterwegs. Wir waren gestern im Club. Ja, nee, mehr oder weniger. Das war nicht kein Club. Nero oder sowas. Schwarzes Schaf, genau. Ich habe eine neue Jacke, oder wir haben eine neue Jacke. Das war ein teurer Trade-off, weil ich meine North Face Jacke da leider nicht wiederbekommen habe. Die Jacke und Pulli von Flo, das tut natürlich schon weh. Ja, naja. Und jetzt gehen wir zur Sagrada Familia. Einer der Haupt... Attraktion in Barcelona, danach weiter wahrscheinlich zum Parc Güell. Und Wetter ist geil. Die Stadt an sich bisher eigentlich auch ziemlich, obwohl wir jetzt noch nicht viel gesehen haben. Aber ich kann mal kurz hier zeigen, schon mal so einen kleinen Eindruck hier, diese Gassen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es so komplett Barcelona aussieht, aber ist auf jeden Fall schon ganz nett bisher. So, nachdem wir jetzt gefühlt 2 Stunden an einer neuen Hose für Flo gesucht haben, die wir dann glücklicherweise auch gefunden haben, stehen wir jetzt hier schön in der Sonne. Das Wetter ist wirklich ganz großes Kino. Und sind jetzt einfach noch nicht bei der Sagrada Familia angekommen. Dafür aber bei, wie heißt das? Casa Batlló. Da drüben, leider nicht in der Sonne. Aber da gehen wir jetzt mal rüber. Casa Batlló Gaudí. Und ja, das ist halt hier so eine bestimmte Optik, bestimmte Architektur.
Das sieht schon cool aus irgendwie, ne? Es hat so richtig viele kleine Ornamente und so Mosaiksteine. Naja, meinst du, es lohnt sich da reinzugehen? Ich würde jetzt erstmal zu der kleinen Kapelle da hinten gehen. Ja, wir gehen erstmal zur Kapelle und danach gucken wir weiter. Die Kapelle, ey. There we are. So ein Brocken ist. Ja. Willst du mal den schönen Kaffee hier zeigen? Ja, hier, wir haben uns gerade mal leckeren. Das hat sich angehört so, wie Coleslaw. Wir wollten Iced Coffee haben und das, was wir bekommen haben, das ist irgendwie der Typ, der stellt es so Iced Coffee. Der schmeißt einen Kaffeesatz in eine Tonne, in einen 3-Liter, schüttelt einen 3-Liter Fass, lässt es 2 Tage im Kühlschrank stehen und dann fertig ist. Siebt er das nochmal ab. Und schon hast du Cold Brew. Naja, auf jeden Fall haben wir es jetzt nach einem halben Tag gefühlt endlich zu unserem ersten Spot geschafft. Werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Aber ist das ist wirklich, das sind Träume, die hier erfüllt werden, die damals in der 5. Klasse im Spanischbuch, in der 5. Klasse im Spanischbuch manifestiert wurden. Und jetzt kann man sagen, ich hab's geschafft, Alter, endlich. Das ist schon natürlich jetzt ein absolutes Bucket Goal, Bucket List Highlight hier. La Sagrada Familia ist einfach Kölner Dom. Auf Kölner Dom von Spanien. Ja, ist schon echt schön. Wie random die Türme da auch so ineinander. Ja. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Sehr, sehr beeindruckend aus. Also, das ist wirklich die schönste Kirche, die ich je gesehen habe. Ich denke, wir werden jetzt mal einmal rumgehen, vielleicht gucken, ob wir auch reinkommen. Aber ja, es ist total geil. Das kann man wahrscheinlich auf der Kamera jetzt so auch noch nicht erkennen, aber das hat Flo schon gesagt. Zum Beispiel da oben, da ist so ein goldener Typ drauf, aber der ist halt auch nicht mittig angebracht, sondern so ein bisschen seitlich und das ist alles so ein bisschen unstrukturiert. Unstrukturiert und nicht so orthogonal. Junge, wie heißt der Scheißbegriff? Nicht so symmetrisch. Symmetrisch, genau. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Park. Sind wir da? Aber geil. Let's go! Perfekt. Hast du gesehen? Nee. Was machst du hier? Ist die Jury gesaugt? Du bist jetzt reinziehen, die Tür. Ja, klar. Park Güell hat so einen kranken View. Hinter uns ist die Stadt, das Meer. Und man kann hier wirklich fast alles sehen. Sehr krass, das Panorama. Barcelona, gut. Alter. Hallo, guten Tag. Ja, erstmal. Hast du nicht einen YouTube-Channel? Hab ich, ja. Warte, stell dich hier nicht, will durch das Ding ein Foto von euch machen. Okay. Ich gehe auf anderen Trip. Das ist einer dieser Touri-Spots, die man sich auf den oder von den Bildern her viel geiler vorgestellt hat, als sie eigentlich sind. Einfach nur voll. So ein paar hier von diesen Mosaikmauern. Ja, okay, der View ist halt geil, aber der ist schon die ganze Zeit geil, von daher. Naja, kann man machen. Also der Park an sich ist schon schön, aber die Mauern hier sind jetzt nicht so überragend. Sag mal was Lustiges im Österreich. Was? Servus? Ja, Bro. Servus ist richtig. Servus, es kommt nicht aus Österreich. Schleich dich, ne? Das Nummer von Instagram, oder? Ja, keine Ahnung. So, wir haben uns von unseren Wegbegleiterinnen getrennt. Fürs Erste, ganz wichtig. Und gehen jetzt hier nochmal über so eine Plaza. Das Licht ist wirklich
magisch, muss man sagen. Absolut geil. Und jetzt geht's schnell nach Hause in die Wohnung. Dann gibt's ein bisschen Grün. Genau. Gibt's Gemüse. Dann gehen wir an den Strand. Dreh ich mal schnell um. Und dann werden wir nachher noch ins Pascha gehen. Hier rein. Das sind die typischen Dinger hier. Boah, Digga. Das Licht ist so geil, Mann. Hier. Gut. Ja, einfach herrlich. Schön Wasser gekocht. Endlich mal kein Chlorwasser. 8 Liter, kein Chlorwasser. Eine Banane. Und noch. Hola, como estas? Ein paar Äpfel, Mehle. Äpfel fürs Frühstück. Gerade von schön von 11 Euro Burger abziehen lassen im Hafen, Touristen. Oh ja, das ist so eine Frechheit. Falle. Das war so ein Durchmesser 7 cm. Also es war nix, wirklich. Ja. Kurz nappen, Flasche Wein noch killen. Später ins Pascha. Das ist der Plan. Es geht. Wie viel der Tag ist das? Der zweite. Ja. Wir sind beide noch ein bisschen flash irgendwie. War eine lange Nacht. Im Pascha. Ja, und jetzt schlendern wir ein bisschen durch die Stadt. Ich habe gerade gesehen, da oben fahren so Gondeln lang. Das ist voll geil. Das sieht voll falsch aus irgendwie. Oh no, I hope I don't fall. So. Wir haben uns auf spontan ein kleines Boot gemietet. Heute geht's auf die Seine. Ich meine, die Sonne ist leider nicht ganz so am Start, aber nur um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen, was hier im Sommer abgehen kann. Das ist natürlich schon echt. Sehr, 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 sehr geil. Das ist hier die Winkelgasse. Die Winkelgasse, genau. Junge. Boah, die ist geil. Die ist geil. Ey, wir sind hier gerade vorbeigegangen und wir haben uns beide angeguckt und so, ey, lass doch mal rein. Alter. Boah. Alter, das sieht ja. Das sieht so geil aus, mit dem Rauch und so dunkel alles irgendwie. Überall sind hier so ultra eng und überall hängt hier irgendwas runter, irgendwelche Flanken. Wild. La Rambla. Auf Weg zum Markt. Ich weiß immer noch nicht, wie der Markt heißt. Sieht auch geil aus da rein. Guck mal. Ja, hier. Ich glaube, das kommt hier im Sommer noch ein bisschen geiler, wenn die Bäume alle grün sind und hier irgendwie noch ein bisschen mehr los ist, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz cool. Und hier sind links und rechts sehr viele mehr oder weniger fancy Läden und Restaurants. Es gibt hier erstaunlich viele so Original Barcelona Stores. Ja, Original dies oder das Stores. Naja, ist auch viel Touri-Scam hier, aber trotzdem eigentlich ganz cool. So, das ist jetzt der Markt, wo wir gestern schon vorstanden. Heute gehen wir jetzt mal rein, schauen, was wir vielleicht hier so zu essen finden. Ich habe sehr viele Tipps und Empfehlungen bekommen, dass man hier auf jeden Fall hingehen sollte, weil es hier echt geiles Essen gibt. Und das werden wir uns jetzt mal ganz genüsslich anschauen. Richtig eine rausgelassen hier. Pineapple Coco und das ist hier Dragon Fruit. Drachenfrucht, ja. Approved. Germany. Alles gut. Alles gut. Du kommst von Afrika? Du kommst von Afrika? Nee. Ey, überall hier sitzen gerade Leute einfach und malen. Egal ob die Ecke da hinten oder die Universität. Sieht richtig komisch aus, aber irgendwie gehen sie einfach ihrem Hobby nach.
gehen sie ihrem Hobby nach, hocken hier ein bisschen in der Sonne und malen. Warum nicht? Hey, der Kleine ist schon voll dabei. Ja, wir sind hier gerade nochmal am Museo d'Art Contemporani de Barcelona. Und hier scheint ein absoluter Skate-Hotspot zu sein. Die Jungs sind hier alle am Skaten, hier läuft Mucke, hier wird gebarzt ohne Ende. Ist auch ein richtig geiler Spot. Ah, das sieht schon extrem lässig aus. Sehr guten Morgen. Wir haben jetzt drei Stunden geschlafen. Drei Stunden bis der Flug los. In drei Stunden geht der Flug. Geht der Ryanair. Geht der Ryanair. Nach Bergamo. Naja, auf jeden Fall haben wir kein schönes Wetter, also kein so tolles Wetter. Die letzten Tage war es sonnig, bla bla. Jetzt guck mal hier, jetzt sind wir in Deutschland gelandet oder was? Ist ja peinlich. Naja, auf jeden Fall haben wir nicht viel geschlafen. Haben zu spät ausgecheckt, aber immerhin hat Pedro uns nicht gebastelt. Boah, es ist kalt. Ich habe natürlich keine Jacke mehr, weil die geklaut wurde. Aber ja, jetzt gehen wir noch mal kurz zu La Rambla, trinken vielleicht noch kurz einen Kaffee, essen eine Kleinigkeit. Vielleicht. Und fahren dann zum Bahnhof, zum Flughafen. Im Video so ein kleines Bild noch mal von Pedro reinhauen. Ja. Der Legende. Ich habe, glaube ich, leider kein, ja, vielleicht mal einfach ein Profilbild von Airbnb. Ja, genau. Unser Vermieter Pedro ist die absolute Legende. Also, der muss so viel promoten. Sein Hauptberuf ist Promoter. Und er muss so viel promoten, dass er sich so eine Bude leisten kann. Also das kann man sich kaum vorstellen. Ist. Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Oh, Scheiße, Alter. Na, auf jeden Fall. Hast du gesehen? Ja, fahren wir jetzt gleich zum Flughafen. Wir haben uns gerade noch zwei Döner reingezogen oder so Kebab-Teile. Jeder zwei. Einmal Pollo. Jeder zwei Döner. Und jetzt geht's zum Flug. Ich bin gut gesättigt. Mal schauen. Die letzten Schritte, die wir in Barcelona gehen. Wie viele Schritte haben wir, glaubst du, in Barcelona gemacht? Über 50.000. Wir sind so viel gelaufen, so viel gelaufen. Meine Beine tun weh, alles tut weh. Jetzt geht's schön nach Mailand, noch mal eine ganze Nacht durchsteppen, Alter. Bock. Hyped, Bock, Angriff. Guck mal, was mich hier fängt. Die schöne, gute, alte Sonne. So. Wir sind in Milano Bergamo gelandet. Oh, was ein Wetter. Und haben jetzt noch eine Nacht hier, bevor wir dann wieder nach Bozen fahren. Ich werde jetzt hier mal in den Flughafenbus reinsteppen, gucken, wo Flo ist. Und dann fahren wir nach Mailand. Ich liebe Italien. Unser Apartment wurde gecancelt, weil wir nicht alle 25 sind. Wir werden nicht vom Flughafen abgeholt, weil die kein Englisch hier sprechen. Und wir haben, Stand jetzt gar nichts, um in Mailand zu bleiben. Aber wir werden schon was finden. Das sind die. Und immerhin, das Wetter ist geil. Yes, sir. Next stop, Milano. Milano! Perfekt. Flo, sag was. Durch. Also Milano war vielleicht... Wäre nicht nötig gewesen. Weißt du, du musst dir vorstellen, damals standen wir vor der Klippe, heute sind wir einen Schritt weiter. gestern standen wir vor der Klippe und heute sind wir einen Schritt weiter, ey. Wirklich, so kann man es sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine kurze Nacht gehabt und gehen jetzt irgendwo hin, erstmal zum Auto. Und dann vielleicht noch was essen, aber alt werden wir heute nicht mehr hier in Mailand, das ist klar. Was sind wir? Am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind richtig am Arsch, ja. Jetzt wollten wir noch mal ein bisschen Barcelona noch mal Revue passieren lassen, hier auf den paar Metern.
Alles tut weh, Beine tun weh. Immerhin, das Wetter ist wieder schön. Sonne. Ja, und wir werden jetzt beide die Füße hochlegen. Wir waren 2 Tage in Barcelona. 3 Nächte, fühlt sich an wie 2 Wochen. Eine Woche. Oder ja. Fühlt sich an wie eine Woche. Ja, okay, eine Woche, nicht zwei. Ja, fühlt sich an wie eine Woche. Und ja, das war halt einfach super, super nice, crazy. Also richtig krass, heftiger Trip einfach. Und ja, ich habe keine Energie mehr. Wie sieht's bei dir aus, Flo? Du bist im Arsch. Bin durch. Ja. Mir geht's jetzt ins Bettchen, in einer kalten Matratze. Das wird gut. Oh Mann, ey. Naja, also. Das war's. Ciao. Wir sind durch.